Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Produktvideos. Jetzt prüfen wir mal anhand des Thermometers die Temperatur oder die genaue Temperatur des Wasserkochers. Dazu werde ich jetzt das ganze Thema starten und würde zwischen den jeweiligen Stufen das Ganze auch ein bisschen vorspulen. So, nun, da ihr alle Stufen gesehen habt, habt ihr auch gemerkt, bei manchen Stufen ist es ungefähr 3 Grad mehr. Bei 80 Grad waren es auch 3, bei 90 nur noch 1 Grad und bei 100 Grad waren es sogar jetzt nur laut Thermometer 98 Grad. Dennoch, die Temperaturstufen und der Thermometer haben also einigermaßen gut gepasst.
dementsprechend ja, ist eine sehr sinnvolle Ergänzung und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich danke euch für das Anschauen des Videos, wünsche euch einen schönen Tag und falls ihr noch Fragen oder Rückfragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Dankeschön und tschüss.